Das ist die Gruselgeschichte. Nein, nicht diese Art von Gruselgeschichte. Es geht um ein Stinktier namens Grimly, die vor vielen, vielen Jahren in einem Haus, das unserem sehr ähnlich war, mit ihrer besten Freundin Curdle Skunk lebte. Grimly und Curdle wanderten eines Nachts nach Hause, als sie bemerkten, dass etwas oder jemand hinter ihnen war. Hast du das gehört, Curdle? Ja, ich dachte, ich hätte etwas gehört. Hast du das gehört? Und da begannen sie schneller zu laufen. Und schneller. Sage, vielleicht machen wir einfach etwas anderes, statt Gruselgeschichten zu erzählen. Und dann sahen sie hinter sich. Wisst ihr, was sie erblickten? Was? Sie erblickten winzig kleine Geisterhemden, die winzig kleine Laternen trugen. Winzige Geisterhemden tragen kleine Laternen? Was ist dann passiert? Sie merkten, dass da nichts war? Nein, sie rannten wie verrückt in ihr Haus und verriegelten die Tür hinter sich. Und dann waren sie sicher. Nicht wirklich. Sie drehten sich um und sahen ein Tablett Muffins auf dem Tisch stehen. Hä? Muffins sind nicht gruselig. Doch, Muffins sind gruselig, besonders wenn sie von selbst auf deinem Tisch auftauchen. Die ganze Sache war witzig, finde ich, mit den altertümlichen Stinktieren, aber ich fand es trotzdem gruselig und können wir jetzt was anderes machen? Oh, ich frag mich, wo Bree und Twist sind. Wie wär's? Singen wir doch Lagerfeuerlieder. Wie kleines Licht so hell. Kleines Licht so hell, du lustiger Gesell, erleuchtest jede dunkle Nacht. Kleines Licht so hell, verschwindet. Hallo? So schnell, hallo? Leuchtet mich so glücklich macht. Geht bald die Sonne unter. Freu ich mich auf dich. Nein, 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 nicht das Lied. Das erinnert mich an die Geschichte. Oh, entschuldige. Wie wäre du lieber plappernder Bach? Ach, perfekt. Sitz ich allein am Ufer des Plapperbachs. Ziehen die Jahreszeiten an mir vorbei. Sitz ich allein am Ufer des Plapperbachs. Ist es wunderschön. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alle kann ich dich sehen. Bitte hör auf zu weinen, bitte. Ich weiß was. Du hast bestimmt Hunger. Oh, warte. Ich singe dich in den Schlaf. Schlaf, Junior, schlaf, ganz oben im Baum. Auch für ein Stachelschwein ohne Nest kommt bald dein Traum. Pass bitte auf, sonst bricht der Ast ab und unser Kleiner stürzt hinab. Schlaf, Junior, schlaf, ganz oben im Baum. Auch für ein Stachelschwein ohne Nest kommt bald dein Traum. Pass bitte auf, sonst bricht der Ast ab und unser Kleiner stürzt hinab. Oh, ich weiß. Wie wär's, wenn wir beide Kuckuck spielen? Kuckuck, ich seh dich. Kuckuck, ich seh dich. Oh, wo bist du denn hin? Junior. Oh, brave kleine Stachelschweine klettern doch nicht einfach aus Fenstern. Hey, Vanessa, ich brauche deine Hilfe. Ich habe eine Blase am Fuß, die sich so anfühlt, als wäre sie so groß wie ein Kürbis. Siehst du, es funktioniert. Mein allerneuester Riechverstärker folgt dem Stachelschwein-Mama-Duft. Stimmt's, Twist? Und wenn das nicht funktioniert, werden uns unsere guten alten Fährtenlesefähigkeiten weiterhelfen. Stimmt's, Flick? Aha. Bist du wieder in den Bäumen herumgesprungen, Merritt? Hey, ich bin eben ein Affe. Das machen Affen nun mal so. Schon gut. Ein bisschen Salbe und es ist im Handumdrehen wieder weg. Junior! Oh, Vanessa, bitte hilf Fleck mit ihren Knoten. Das sieht nach einem Fall von knotiger Volatitis aus. Huste mal bitte, Fleck. Junior! Okay. Vanessa, was ist mit meiner Blase? Flecks Knoten. Schafft! Das ist sie!
eine super-duper Zaubermaschine? Oh, was kann die denn? Ich zeig's dir. Jetzt pass auf. Ein normaler Zauber würde aus dem Kuchen das machen. Aber mit der Zaubermaschine kommt das hier heraus. Das ist doch mal ein Kuchen. Was könnten wir denn noch super groß machen? Oh, es geht doch nichts über ein wenig Klettern am Nachmittag. Felicity, kannst du mir helfen? Aber sicher. Danke. Hey, Felicity, können wir auch helfen? Ich habe eine neue Erfindung, die euch hilft, schneller auf die Spitze des Felsens zu kommen. Oh, oh. Ist schon gut. wir klettern gern, darum sind wir hier. Du weißt schon, um zu klettern. Aber ihr wollt doch ganz nach oben, oder? Ja, aber... Wir schaffen das auch selbst. Oh! Entschuldige, was? Ich sagte, wir schaffen das auch selbst. Jetzt weiß ich, wie sich ein Drachen fühlen muss. Entschuldigt, wir ziehen euch wieder runter. Nein, danke. Hier rumzuhängen ist, wirklich okay für uns. Ha, uns ist auch gar nicht doll schwindelig. Ich sollte vielleicht ein bisschen was an der Maschine umbauen, bevor ich sie wieder ausprobiere. Aus diesen Blumen mache ich ein großartiges Parfüm-Caper. Oh, oh. Hä? Niesanfall! Ha, ha, tschüss! Klingt nach Brian Trist. Streichspielalarm. Super Idee. Sage, Caper, ich hab hier was, das ich euch zeigen will. Überraschung! Wie lustig, Leute. Na, wer will meine super-duper Zaubermaschine sehen? Sie macht einen normalen Zauber, super-duper. Sowas brauchen wir nicht. Was? Es ist nur, Naja, wir wissen, was passieren kann, wenn du mit einer neuen Erfindung ankommst. Also, die hier ist anders. Sie wird alles in Wunderwald einfacher machen. Jetzt passt auf! Einmalig! So toll haben meine Rosen noch nie geduftet. Ah, daraus mache ich ein fantastisches Parfüm. Ah. Was? Nicht so einmalig! Kannst du machen, dass das aufhört? Aufhört? Wir sind gefangen! Hilfe! Twist, hilfst du uns bitte? Ja, das wird gehen. Es steckt zu viel Kraft in diesem Zauberkasten. Hm. Handbohrer? Hier. Danke. Macht's gut. Bis bald. Leute, ich habe ein Geheimnis gehört. Es ist toll. Ihr müsst das hören. Wirklich? Ein Geheimnis? Nun ja, große Geheimnisse sollen eigentlich auch geheim bleiben. Darum heißen sie ja Geheimnisse. Ja? Ich muss es euch erzählen, ihr werdet nicht glauben, worüber sie... Sag kein Wort mehr, Flick. Erinnerst du dich an das Eis mit dem geheimen Geschmack zur Sommersonnenwende, von dem Jayla und ich dir erzählt haben? Und dann fragten plötzlich alle in Wunderwald, ob sie das geheime Eis mit dem Regenbogengeschmack probieren könnten. Ich frage mich, wie das passiert ist. Aber das ist schon lange her, Flick. Jetzt hast du die Chance, allen zu zeigen, dass du ein Geheimnis für dich behalten kannst. Wenn du es wirklich, wirklich versuchst. Okay? Jemand überrascht mal die Felicity! Eine Überraschungsparty für Felicity, das ist ein gutes Geheimnis. Du hättest es nicht verraten dürfen, Flick. Nein! Aber ab jetzt musst du es unbedingt für dich behalten, verstanden? Oh, verstanden. Hallo, Leute! Hi! Wie geht's euch? Oh, hallo! Bestens, ja, einfach bestens. Okay, dann sehen wir uns später.